Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Deathrun. Auf dem Kommandat.net Server. Hier gibt es zwei Rollen. Einmal den Runner, der muss den nächsten Parcours schaffen. Und dann gibt es noch den Death. Wir werden beide Rollen spielen. Der Death löst nämlich diese Fallen aus. Und jetzt geht es auch schon los. 3, 2, 1 und los geht's. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie gleich einmal erwischt werden. Nein, wir können hier perfekt durch. Ihr könnt es gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Spielmodus mal wieder sehen wollt. Auf jeden Fall wurde ja vor kurzem einmal gefragt, ob ich den spielen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich spiele den. Das macht Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich gut oder schlecht bin in diesem Modus. Auf jeden Fall weiß ich, dass er ziemlich Spaß macht dafür, dass es eigentlich ein eher unbekannterer Modus ist. Da kommt auf jeden Fall diese Feuerflamme und wir sind direkt reingerannt. Der Elefant hat natürlich wieder seinen Skill ausgepackt. Alles wie immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und hier ist niemand perfekt. Wir kommen jetzt mal weiter zu dem nächsten Checkpoint. Das ist ja schon mal perfekt. Dort ist irgendetwas rot geworden und der will sprengen. Der hat gesprengt. Perfekt, jetzt können wir einfach hier durch. Und hier kommt schon das nächste Dingens. Ich weiß nicht, was das macht. Ah, diese Feuerflammen. Perfekt, warten wir einfach ab. Bringen wir einmal hier drauf. Ich hab's gewusst, dass er das macht. Aber wir sind perfekt ausgewichen. Oh, hier kommt irgendwelche Feuerflammen hinunter. Nicht gut. Und weiter geht's. Der hat irgendwie, glaube ich, den Parcours durchsichtig gemacht. Genau, diese Plattformen dort unten zeigen uns den Weg. Und hier kommen wieder Feuerflammen. Überall Feuerflammen. Oh mein Gott, das ist ja total unfair. Hier müssen wir etwas warten. Bitte Rollstuhl, Musik einfügen. Und nächster Checkpoint. Perfekt, wir müssten diesen Run auf jeden Fall schaffen, glaube ich. Weil wir sind nicht langsam, sondern, glaube ich, ganz gut dabei. Hier wird auf jeden Fall gleich wieder gesprengt. Aber wir sind zum Glück ausgewichen, sonst hätten wir echt ein kleines Problem. Nein, wir sind gestorben, verdammt. So, dieses Mal haben wir es geschafft und wir sind beim nächsten Parcours-Teil. Den schaffen wir auch, sehr schön. Das ist natürlich gut, wenn wir das jetzt einmal schaffen. 90 Sekunden. Nein, wir sind schon wieder hinunter geflogen. Keine Ahnung, ob wir weit sind. Ich sehe das irgendwie nicht. Wahrscheinlich steht es eh irgendwie. Aber ich bin gestresst, weil ich das unbedingt schaffen will. Und Sprung. Und nochmal Sprung. Perfekt, das haben wir auch. Da vorne kann man irgendetwas drücken. Und aber ich glaube, da verschwinden nur die... Okay. Da verschwindet alles. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon wieder durch und schon wieder tot. Mann, die quälen mich ja. Ich komme hier gar nicht mehr an. Aber diesmal steht, glaube ich, niemand da. Doch, da steht schon wieder wer. Aber wir machen das jetzt einmal anders. So, ausgetrickst. Haha. Jetzt können wir endlich einmal durch. Und wir haben es geschafft. Wir sehen uns gleich in der Death Wall. Die ist super für den Mafia-Elefanten. Okay, wir sind jetzt in dieser Runde der Tod. Also wir müssen die Gegner in Fallen locken, dass sie sterben. Und das versuchen wir jetzt einmal. Ich hoffe, ich kann das. Also besser bin ich nicht einmal. Auf jeden Fall gibt es hier gleich einmal eine Falle. Die werden wir nicht benutzen. Wir werden irgendeine andere benutzen. Diese Dinger removen irgendwelche Plattformen. Nein, nein, nein. Wir benutzen das. Das sprengt, das können wir. Und... Zack, den haben wir erledigt. Perfekt. Dann gehen wir auf den nächsten. Und das macht was? Irgendeine Flut. Schauen wir mal. Hier kommen sie schon. Und die Flut kommt. Ja, wir haben einfach erwischt. Perfekt. Dann auf zur nächsten Station. Zuerst einmal ganz weit nach vorne, sodass wir den Vordersten vielleicht irgendwie besiegen können. Ich habe keine Ahnung, wie man das am besten macht. Der ist ultra schnell. Wie schnell ist er denn bitte? Der ist ja richtiges Talent. Das finde ich cool, wenn man das so gut kann. Hier dürfte wieder etwas sein. Und was macht das? Das heißt, wenn er auf einer braunen Plattform ist, dann kann man das hier drücken. Dann fliegt man hinunter. Und ich glaube, wir haben ein paar erwischt. Naja, eigentlich glaube ich, dass das ziemlich gut funktioniert. Die Runde ist zu Ende. Nope. Wir haben 4 Kills. Das ist ganz akzeptabel für die Elefantenmafia. Achso, es ist noch gar nicht zu Ende. Mega Fail. Da kommt wer. Ja, die haben wir erwischt. Hä? Oder doch nicht? Nein, sie hat es geschafft, verdammt. Aber die kommt gleich dort vorne. Die werden wir dort vorne noch erwischen. Das ist sie, auf jeden Fall. Nein, das war auch zu langsam. Wir müssen ein bisschen weiter nach vorne rennen, sodass wir sie dann besser erwischen können. Bei der Plattform. Was macht das? Auf jeden Fall habe ich das jetzt gedrückt und sie schwebt. Hä? Wieso schwebst du? Ah, das versteckt nur den Pfad. Ja, logisch natürlich. Hier können wir sprengen, das kann ich. Ja, wir haben wieder ein paar erwischt. Perfekt. Hier kommen auf jeden Fall gleich wer hier. Wir können die Roten verstecken. Das heißt, wenn der gleich springt, nämlich jetzt können wir das... Oh, verstecken. Mann, das war schlecht von mir. Okay, wir haben am Schluss 5 Kills gemacht. Das ist ganz akzeptabel für die Elefantenmafia. Und das war es auch schon mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Tö. Rö.